was, ich gebe uns wieder den Kugelbohr. Heute nehme ich immer mit, der Biomasse zusammenführen. Wir haben ja, also vor zwei Wochen oder was, habe ich ein Video gemacht. Da habe ich Biomasse zwickt und heute führe ich halt das zusammen. Also wir haben zuerst einen Schlepper, habe ich das alles geschnitten. Und jetzt wird das halt dann auf einen großen Haufen zusammengeführt, damit wir das dann abdecken können. Und in Folge dann, wenn es halt trocken ist oder benötigt wird, wenn der Preis passt, je nachdem, dann kann es dann eingehackt werden. Ja. Ich werde dann mit unserem Waldler und mit unserem Kranwagen. Der Kranwagen, der ist sozusagen selber gemacht oder halt selber zusammengeschüttet. Das ist ein alter Lastwagenanhänger. Ja, der Dandymax. Drei Rangelstücke sind da drauf, einen Rangelstock haben wir drauf gebaut, die anderen zwei, die waren schon drauf. Vorne die Stirnwand natürlich haben auch wir drauf gemacht. Also wenn ich sage mir, dann war das meistens mein Chef, weil ich werde es nicht da, ich muss was anderes machen. Ja, was gibt es so zum Sagen? Genau, wir fahren da mit dem Ballfingerkran. Der klingt 10 Meter weit. Unsere Zange drauf, die kennt ihr eh schon, man sieht es nachher, die Videos haben dann wieder wegen Nahaufnahme dabei vom Kran und so, wie wir arbeiten. Die Zange kennt ihr eh schon, das ist die angeschnittene Zange, so wie bei uns alle Zangen sind. Ja, also ich weiß nicht, das Video wird man da jetzt nicht recht viel erkennen. Ich sitze hier drinnen eigentlich den ganzen Tag, das ist ein wenig ein Schlechtwetterprogramm. Jetzt fahre ich die Stützen hoch, ziehe die Stützen ein, dann drehe ich meinen Sitz ganz leicht. Das Power Shuttle führe und kann nachher einfach weiter versitzen zum nächsten Haufen. Es ist auf der Straße nur ein wenig geschissen, weil es zu steil ist. Also es ist ja relativ steil und durch die Laubauflage und den Schneib zu bissen ist es ziemlich rutschig. Aber wenn die Fuhr noch nicht so voll ist, geht es trotzdem gut. Ja, ich versitze zum nächsten Haufen, haben wir das Power Shuttle wieder rein und eigentlich muss ich jetzt gar nicht dran, das tue ich halt da jetzt, weil es mich schon so zum Fahren ist, aber ich habe hinten bei dem Traktor kein Lenkrad und somit habe ich eigentlich keine Rückfahreinrichtung in dem Sinne, ich habe nur einen Drehsitz oder Wendesitz gelernt, wie er heißt. Genau, also die Haufen, die mit dem Schlepper zusammengefahren sind, zusammengefahren worden sind, also mit der Ferrero heißt, die werden jetzt zusammengeführt auf ein großes Stück, natürlich. Vom Zaumführen her ist jetzt beim Zaumführen effektiver, man macht einige kleinere Haufen, wo nachher weggekocht wird, weil dann habe ich nicht so weite Anfahrtswege. Auf der anderen Seite beim Abdecken ist es natürlich besser, man hat einen großen Haufen. Die Hackschlüssel, die werden von uns gekauft. Also ich habe letztes Mal im Video schon gesagt, wir machen das auf eine Karte, ja, weil wir das auf Meter machen. Für die Firma muss ich das dann rechnen, auf Deutsch gesagt. Wir liefern das in die Heizwerke oder in der Umgebung. Da machen wir relativ viel mit Biomasse. Durch das, dass auch bei den ganzen Baumabbaugeschichten und so bleibt ja auch relativ viel Biomasse über. Und das wird natürlich dann auch dann alles dazu gemischt und reinkommt. Ganz optimal ist der Platz in der Kabine nicht, weil man nicht perfekt auf dem Kran sieht. Also wenn ich so große Fuhren mache, wie es hier und da auf Instagram zeigt zum Beispiel, dann ist das relativ schwer zum Einsehen. Also man hat ganz viele tote Winkel, man sieht, ich muss da jetzt auch immer wieder sehen. Ich habe keine Ahnung, ob man mich überhaupt sieht, aber man hat auch da jetzt relativ viele tote Winkel und ich sehe zum Beispiel da auch nicht so gut über die Böschung drüber. Ja, bleibt so beim Video drauf. Ich zeige euch nur ein paar andere Perspektiven. Könnt ihr die Maschine noch ein bisschen anschauen? Ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen interessant. Wir fahren absichtlich nicht mit Bordwände, weil man sich einfach leichter tut. Man muss am Anfang, wenn die Fuhr noch leer ist, nicht einfahren von oben, sondern man kann einfach durch die Rangen durchfahren. Das gehört nur gesagt. Die Rangen kann man ein bisschen länger ausfahren, wobei das eher ein Nachteil ist. Ja, ich weiß nicht, mir fällt eigentlich jetzt nichts ein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Oder vielleicht Ideen, was man nur jetzt sagen könnte. Ja, das war's schon wieder. Ja, kurzer Cut zum Anlohnen.
Fast am Song vergessen, in der Kabine die Joystick, die Rahmenschiebe einbauen, beziehungsweise die Funksteuerung vom Kran, weil wir können ja mit der Fernbedienung mit Funk fahren und wir können auch von der Kabine aus fahren. Das ist alles eine wertige Geschichte. Man sieht, da kann ich das gleich zeigen, wie das da gelöst hat. Ich hoffe, dass ich dann die Kamera wieder so herbringe, wie es jetzt gerade war, weil das ist nicht der am Lenkrad. Also auf der einen Seite ist das da so zum Einschirm. Das kann ich quasi einfach so bewegen. Schaut ein wenig huschti-pfuschti aus, ist aber wirklich gescheit. Also das hält schon. Das hält so gut wie die Lehne. Das ist halt, wie gesagt, das ist der eine Joystick. Den anderen Joystick, der ist mit einem Blech, ist der da montiert und das hält auch bombenfest. Also da wagt nichts mehr, da wagt man schon alles. Und das ist vom Kastel. Und dort ist das Kastel, wo die ganzen Kabel und Draht halt alles zusammenrennen. Da kannst du eben ganz einfach umschalten. Das ist eben ein Schalter und dann können wir mit dem Handfang weiterfahren. Das ist natürlich für so Baumpflegegeschichten und Baumabtragungen ist das extrem komfortabel. Wenn du da einfach switchen kannst, bis die Zeit. Wenn du mehr zum Auflegen hast und gut dazu siehst, lohnst du so auf. Und sonst halt anders. Das ist natürlich bei so Baumabtraggeschichten extrem komfortabel und praktisch. Weil da stellt man sich dann einfach mit dem Funk aufs Dach drauf, also auf Kabinen. Also komplett wurscht, man kann sich dann auch. Man sieht einfach, wenn man. Das ist natürlich extrem komfortabel, nur dazu beim Baumantrag. Also, wenn man mal zum Beispiel beim Gartenzaun von der Kabine aus nicht drüber sieht, dann kann man trotzdem einfach umschalten auf den Funk und man hat gleich einen ganz anderen Überblick über die Situation. Man sieht auch besser, wenn man jetzt zum Beispiel arbeitet, wenn einer am Baum oben ist und man zwickt jetzt Sachen an, der schneidet das dann quasi mit der Zange. Wenn man anzwickt den Baum und der schneidet noch, man hebt dann das drum runter. Gibt ja auch so Situationen. Dann hat man einfach mit dem Funk ganz eine andere Verbindung zu dem, der halt oben am Baum ist. Also man kann sich zusammenschreien, man hört das, man ist einfach direkt dabei. Es ist von der Kabine aus ist das eher schlecht. Aber von der Kabine aus hat man natürlich mit den Joystick ein viel besseres Gefühl für den Kran. Das ist natürlich mehrig, was der Kran hebt. Was der Kran hebt. Wir sind sehr generell gewöhnt, dass die Kran gescheit aufheben, aber natürlich braucht man, also ich weiß nicht, mit so einem 7 Meter Kran, so wie der Schlepper hat, da rumscheißen, das war doof. Und so geht's halt, da geht halt wirklich was weiter. Also keine Ahnung, wie viele Schüttelmeter das wir auflohnen, sicher über 20. Und dann kann man sich das ausrechnen, wenn man da 15 Fuhren macht, da geht schon was. So hat das Hörner und Fies. So kann man Biomasse produzieren. Ich finde es halt dann nur wie amüsant. Das ist jetzt meine Meinung. Wenn dann wertvolle Ackerböden da zugesetzt werden, ja, für das, dass man nachher irgend so eine Pumpe nachher verheizen kann, das wächst eh bei uns wieder an gerade. Wieso muss ich da irgendeinen Ackerbomb zusetzen? Aber nur ein kleiner Abschweifer in ein anderes Thema. I'm
Thank you.
mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Schaut rein, ein paar coole Sachen drinnen. Hier und da mache ich eine Story. Könnt ihr ein wenig besser verfolgen als auf YouTube. Bei YouTube ist überall der Aufwand und so. Bei mir ist das Internet recht scheiße jetzt. Ist der Aufwand relativ groß wegen den Videos. Und so kriegt ihr ein wenig was vom Alltag auch mit. Ja, natürlich Anregungen und so unbedingt in die Kommentare schreiben. Ich meine, das war's schon wieder. Bleibt gesund, tut sich nicht weh. Bis zum nächsten Mal. Habe ich die Ehre.